Die Duplikate. Sie haben einen Aufstand angezettelt. Wir müssen diesen Abschaum niederwerfen. Freier Wille führt zu Anarchie. Das darf sich nicht ausbreiten. Ich habe sie in Sicherheit gebracht. Sie abgeschirmt. Sind Sie dankbar? Schätzen Sie meinen Schutz? Nein. Sie winseln, beschweren sich, unterstützen diese Kriminellen. Wenn Sie Chaos wollen, können Sie es haben. Metropolis und Gotham mache ich platt, um ein Exempel zu statuieren. Dann finde ich die Dimension, aus der diese Duplikate stammen. Sie werden für ihre Einmischung bezahlen. Warte, jetzt radieren wir schon ganze Städte aus? Fallen in Welten anderer Dimensionen ein? Hast du damit ein Problem, Billy? Naja, das ist verrückt. Das geht zu weit. Die Menschen sind unfähig, sich selbst zu regieren. Ich bringe Ordnung. Nein, nein! Es muss Grenzen geben. Selbst für uns. Besonders für uns. Genug! Wir dürfen das nicht tun. Bist du wahnsinnig? Lois würde das nie... Sheriff! Das kann nicht wahr sein. Weitere Einwände? Boah, ey, ich bin ja von Superman sowas von enttäuscht. Übernimmt die Kontrolle über alle Medien. Ich will, dass es alle sehen. Wonder Woman, Hawkgirl, Adam, ihr kommt mit mir. Sinestro. Was kann die bloß so übel zugerichtet haben, dass er so dermaßen böse geworden ist? In diese Dimension hier. Wir müssen ja auch festhalten, das ist nicht die reale Dimension, von wo unsere Helden kommen. Das ist so eine Paralleldimension. Aber hier scheint ihm wohl übel mitgespielt zu haben. Also Shazam ist also jetzt auch tot. Flash. Er hatte recht. Das gehört nicht zu unserem Auftrag. Wir haben unsere Arbeit getan und das Verbrechen ausgeschaltet. Billy war kein Krimineller. Er ein war... Gefallener des Krieges. Akzeptabler Verlust. Akzeptabel? Ich wollte glauben, dass wir alles besser machen. Aber das tun wir nicht. Ich kann das nicht mehr. Das war's. Ich bin raus. Du willst sterben? Es gibt kein Raus. Vielleicht nicht für dich. Leb wohl, Herr. Du kannst nicht gehen. Barry, zwing mich nicht dazu. Okay, jetzt müssen wir mit Flash kämpfen. Au! So, unser guter Flash, der kann das auch nicht gut heißen, was die anderen hier machen. Au. Und wir kriegen hier mächtig einen eingeschrotet. So. Zack. Flash lässt sich richtig gut spielen, muss ich sagen. Aua, aua, aua. Gucken, haben wir jetzt hier... Zack, Special Move. Yeah. Boah, sieht das geil aus. Ja. Schönes Ding. Und noch einen. Endlich wachen die Helden hier so ein bisschen auf hier und gucken, dass das hier einfach absolut nicht geht, was hier Superman sich in diese Dimension rausnimmt. Ich bin so schnell. Das geht nämlich mal gar nicht. Du hattest keine Wahl, Herr. Hey, was machst du mit Boss? Was machst du mit Boss? Kleinen roten Mann. Wag es nicht, Grundy.
Jetzt müssen wir auch noch gegen Salomon Grandy kämpfen, den ich überhaupt nicht kenne. Aber der sagt mir nämlich überhaupt nichts, unser Salomon. Obwohl mir der Name eigentlich sehr bekannt vorkommt. Alter, was greift der denn hier? Nein, hör mal auf hier, du. Bin schnell. Aua, verdammt. Und jetzt, Special Move Zeit. Hat er geblockt, der Penner. Ah. Nein, jetzt macht er auch noch Special Move. Nein. Au. Au. Alter, habt ihr gerade richtig gesehen? Der hat einen Grabstein aus seinem Bauch gezogen. Was geht denn da? So, aber Salomon. Und nochmal Special Move Zeit. Mal gucken, ob es jetzt durchgeht. Jawohl. Aber er war schon tot. Okay. So geht's natürlich auch. Ich war noch nie ein Zombie-Fan. Ne, ich auch nicht. Die haben sowas Untotes an sich. Machen wir einen Umweg. Diejenigen, die ich versammelt habe, sind die Elite. Die besten und tapfersten Soldaten dieses Planeten. Ihr seid auf einer heroischen Mission. Ihr müsst eure Menschlichkeit zurücklassen und die höchsten Prinzipien von eine Erde verkörpern. Gehorsam, Ordnung, Kontrolle. Aber jene, die sich den Befehlen des Hohen Rates widersetzen, werden ohne Gnade und Zögern hingerichtet. Er hört sich gerne reden. Erschießungskommando, antreten! Das glaube ich nicht. Oh, geil. Also dann, Sinestro. Genug geredet. Ja. Mehr als genug. Aua. Okay. Desertieren, Flash? Schlechter Zeitpunkt, oder? Du hast recht. Ich hätte das viel früher tun sollen. Sinestro ist jetzt unser nächster Gegner, der sich ja von den Green Lantern ja sozusagen abgewandert hat und sich den gelben Ring der Macht da verworfen hat. Ja, jeder, der ja immer schnell Green Lanterns Geschichte oder Film geguckt hat, weiß, dass er zum Schluss den gelben Ring sozusagen verfallen wurde. Ich weiß nicht, wie es in den Comics war. Ich habe das nicht gelesen damals oder angeguckt. Ich kenne Sinestro jetzt sozusagen nur aus den Filmen. Und Special Move Zeit. Jawollo! Und noch ein Haken. Ha, ging daneben, mein Guter. Ha.
Okay, okay, okay. Concentration. Concentration. So. Und mit einem Kick in die Fresse haben wir ihn zu Boden geworfen. Ich kann dich da nicht so liegen lassen. Eine Warnung an die Aufständischen. Was denkst du, mein hübsches Vöglein? Perfekt wie immer? Natürlich. Mein Gott, Olli, bist du das? Höchstpersönlich. Wo ist Batman? Mein Batman! Irgendwohin, wo er kein Mörder ist. Was soll das, Olli? Du kannst mich nicht treffen. Hab ich gar nicht versucht. Um schnell zu sein, musst du schnell denken. Okay, jetzt müssen wir ihn erstmal wohl davon überzeugen. Au, au. Er setzt uns aber ganz schön zu, muss ich sagen. Aua, aua, Hilfe, Hilfe, nein. Dieses Einfrieren, das ist immer... Zack. Und Special Move Zeit. Ah, da abgewehrt. Okay. So. Aua, aua, Hilfe, Hilfe. Yes. Na, wer wird denn hier so unfreundlich sein? Mit dem Bogen bin ich gut. Ja, das ist wohl wahr. Das bist du. Aua, aua, Hilfe, Hilfe. Und nochmal ein Versuch. Ja, diesmal ging er durch. Mit Speed. So, damit haben wir ihn erledigt. Unser guten Green Arrow. Ich denke, wir haben ihn davon überzeugt. Es reicht, Olli. Ich bin auf deiner Seite. Du musst mir zuhören. Ich sag es dir, Gotham und Metropolis sind Geschichte. Und dann will er deine... Wonder Woman. Ich kann nicht glauben, dass er das Kapitel tut. 11. Das ist verrückt. Wir müssen ihn aufhalten. Das wird ein höllischer Kampf. Nein. Ich habe dich hergebracht, um die Kryptonitwaffe zu holen. Und das ging schief. Du kehrst nach Hause zurück. Dann zerstöre ich den interdimensionalen Transporter. Das wird ihn nicht aufhalten. Das wird euch etwas Zeit verschaffen. Luther opfert sich. Wir werden ihn nicht entehren, indem wir gehen. Es gibt eine Alternative. Wir holen unseren Superman her und beenden den Kampf. Ein Superman ist genug für diese Welt. Er ist nicht wie der eure. Lass dich nicht von Gefühlen leiten. Oha, oha, Bane. Senorita, du machst mir Angst. Vielleicht hilft dir dein Venom. Er bewundert meine Fähigkeiten. Aua, 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 ey, ich sollte doch drücken hier. Sprich ein Gebet! Ich vermalme dich! Scheiße. Okay, ich muss sie drücken, 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 drücken